Wieso stehst du so auf Platten? Du hast du etwas Greifbares. Du hast was in der Hand. Das liebe ich. Ich hab was für dich. Du nimmst jetzt gerade den allerersten Song auf unserem Mixtape auf. Du wirst mich für verrückt halten. Nein, bestimmt nicht. Was hast du? Ich komme aus der Zukunft. Wo alle auf Hoverboards fliegen, oder? Ich mein's ernst. Du wirst sterben. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ohne verrückt zu klingen. Aber ich kann durch die Zeit reisen. Wie kann sowas überhaupt sein? Jedes Mal, wenn ich einen Song von unserem Mixtape abspiele, reise ich zu dem Moment, an dem wir ihn zum ersten Mal gehört haben. Laura? Wow. Ich weiß nicht, wie ich herkomme. Was redest du denn auf einmal? Was? Wahnsinn, du lebst. Ich habe oft Leute sagen hören, dass Musik Zeit und Raum überwindet, aber ich habe immer gedacht, das wäre bloß eine Metapher. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir können dich retten. Wir müssen vorsichtig sein. Dann tue ich einfach andere Dinge an dem Tag, an dem ich sterbe. Als ob das Universum einen Plan hätte und davon kann man nicht abweichen. Es kann sein, dass du ihn nicht retten sollst. Die meisten kriegen bloß eine Chance, um mit denen zusammen zu sein, die sie lieben. Du bekommst eine zweite. Ich kann nicht bloß rumsitzen, obwohl ich eine zweite Chance kriege und ihn einfach sterben lassen. Warte doch mal. Ich muss es versuchen. Jetzt ist es für die einzige Lösung. Uns läuft die Zeit davon. Solange du am Leben bist, geht's mir gut. Wir sehen uns in der Zukunft.